von vielen gewünscht und jetzt tatsächlich umgesetzt. Das Thema Sexualität von auch einer anderen Sicht betrachtet als der meinen, weil meine Sicht zur Sexualität oder generell zu sexuellen Themen ist schon ganz oft von mir in Videos gebracht worden und ich finde es ganz interessant, wenn auch mit einem Zuschauer oder mit anderen YouTubern das mal so ein bisschen, ja, von anderen Seiten vielleicht beleuchtet wird, vielleicht, keine Ahnung, aber beim Tobi weiß ich, weil ich habe mal ein Video gesehen zwischen Tobi, Silke und Marielle war dabei und da ging es um Sexualität und da habe ich irgendwie gesagt, also was zurückgeblieben von mir ist, ist, ich habe da nicht übereingestimmt mit vielen Dingen. Und heute ist Tobi da und habe gesagt, hey, hast du Interesse dran? Und Tobi sofort, ja, lass uns mal darüber reden, lass uns mal austauschen, lass uns mal darüber. Ja, einfach, dass es fließt, also geistig. Und wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Weil ich weiß noch, also als Ansatzpunkt mal... Wir kodieren heute geistig. Ja, als Ansatzpunkt, dass ihr damals Sexualität als etwas sehr Niederes beschrieben habt. Ja. So, als einen niederen Instinkt. Ja, und, kann man so sagen, es ist auf jeden Fall so ein bisschen so rübergekommen. Hm? Ja. Genau. Ja. Und ist das, also ich fange mal an, was für mich Sexualität ist. Und was, wo Sexualität... Bei mir hat sich das auch geändert mit dem Nieder. Ah. Also ich würde es auch nicht, auch damals hätte ich es jetzt nicht als Nieder bezeichnet, sondern... So kam es halt rüber. Ja, ja, schon. Es ist halt oft so. Genau. Das ist halt, weil ich auch bei mir in Videos, oftmals sage ich was und das kommt viel extremer rüber oder viel ganz anders, als es eigentlich gemeint ist. Und wenn man dann noch in so einer Dynamik ist, wo alle Menschen da so in demselben Strudel sind, dann wirkt das nochmal, potenziert sich nochmal diese Wahrnehmung. Von daher, ja, also bei mir Sexualität, nur mal für unser Gespräch jetzt, Sexualität ist halt eine erstmal grundsätzlich ist natürlich Sexualität, was genetisch geschaffen hat. Wir Nachkommen zeugen, das ist klar. Und da ist es natürlich dann auch so ein Trieb. Aber wir machen ja trotzdem auch Sexualität, ohne dass wir Nachkommen zeugen und wissen auch, dass wir keine Nachkommen zeugen. Wir sind ja bewusst auch, dass wir verhüten und so weiter. Und von daher, ja, ist erstmal grundsätzlich der Sinn natürlich nicht die Nachkommenszeugung. Und der Sinn ist einfach mit den Menschen, den man liebt vor allem, also das ist halt so eine Sache, dass bei mir Sexualität nur, also ich lebe Sexualität nur, wenn ich diesen Menschen wirklich liebe. Mhm. Und Liebe bedeutet, dass das kein Ausnutzen ist der Person oder ich benutze ihn für etwas, für meine Befriedigung zum Beispiel, sondern das ist ein gegenseitiger Akt dessen, dass man ja einfach die Energien, die man austauscht, auch auf der körperlichen Ebene, ja, austauscht. Ja. Genau. So, erstmal so grundsätzlich. Das klingt richtig schön, ne? Ja. Ja. Okay. Aber das ist ja trotzdem, dann macht man das ja. Und man hat Lust darauf. Man tut das. Und jetzt erinnere ich mich noch so, dass ihr gesagt habt, die Energie, die fließt dann irgendwie raus oder verpulvert und die Energie ist vielleicht nicht so zweckdienlich eingesetzt oder man hätte mit der Energie was Besseres machen können. Ihr habt das so beschrieben, wenn ich mich recht entsinne, dass die Energie, dass es schade um die Energie ist oder sowas. Das ist bei mir hängen geblieben zumindest. Korrigiere mich, wenn das anders gemeint war. Ich denke, schon einmal ist es ja so, wenn man als Mann, es wird ja schon Energie in den Samen gesteckt. So. Man will ja einen potenten Nachkommen erzeugen. Ja. So, und da steckt Energie drin. Sollte ja, ist ja gut so. Und ich denke halt, wenn man das unbewusst, aber ich meine, man kann ja auch lernen, sowas zu steuern. Man kann auch Sex haben ohne. Ohne Orgasmus? Ja. Ja, wir haben also nur ohne so zu kommen, du kannst auch, ja. Trotzdem irgendwie immer dieses, ich weiß es nicht, es ist halt einfach diese Spannung zwischen den Körpern, dieser Austausch, der ja da ja trotzdem stattfindet, auch wenn dieser eigentliche Orgasmus so noch nicht stattfindet. Sehr wichtiger Punkt. Ja. Gerade weil, da hatte ich auch, wir haben jetzt nur über Sexualität gesprochen und nicht nur über Orgasmus. Viele setzen das auch gleich, Sexualität und Orgasmus. Ja. Ja? Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich mir nämlich sagen, ich mag den Orgasmus überhaupt nicht, weil der Orgasmus bedeutet für den Mann zumindest das Ende der Sexualität, da ist nichts mehr. Diese ganze Spannung und diese ganze, genau, und dieses Spannungsfeld, das ist ja, kann man auch durchaus als energetisches Spannungsfeld ja sehen, die Sexualität zwischen den beiden Menschen. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass dann Energie abfließt, sondern dass das denke ich auch, genau. Ja, ja. Dass Energie sich anders verteilt und dass das Fleisch dann im körperlichen Austausch, diese Umverteilung, dass das, wenn es ein natürlicher Prozess ist, voller Liebe und voller Hingabe, dass die Energie danach, die Verteilung eine bessere oder adäquatere ist als vielleicht vorher. Ja, und zwei Körper verbinden sich halt wirklich. Es ist dann wirklich ein Informations- und ein Austausch. Da wird ein...
körperlicher Bund schon geschaffen. So. Ja. Das hat Auswirkungen auf den Körper. So. Mhm. Das ist nicht so, dass es irgendwie was Ausgedachtes ist. Das ist ja was nicht Sichtbares, sondern ja. Wobei man ja auch schon die Auren messen kann und man kann auch schon durchaus messen, auch die, wenn ich dich, also nicht mal wenn ich dich anfasse, das ist elektronisch, das ist auch schon messbar. Genau. Aber ist natürlich noch intensiver, wenn man sich körperlich in sich einbringt. Dieses elektromagnetische Feld, wo einfach um jeden Körper rum ist. Ja, genau. Und du würdest also jetzt tatsächlich sagen, auch dass jetzt, gut, wenn die Energie rausspritzt, der Orgasmus, also der Orgasmus, das ist für dich dann auch noch so ein Punkt, wo die Energie dann schwindet. Ja, du gibst halt irgendwie was raus. Aber ich sag mal, ich finde, es bringt auch nichts. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Mhm. Ich habe schon eine Zeit lang wirklich das so ein bisschen unterdrückt. Mhm. Auch wenn ich irgendwie Lust hatte, dachte ich so, hey, ist vielleicht nicht. Aber dann staust du ja nur die Energie an. Mhm. Es geht ja nicht darum, was zu unterdrücken. Da ist ja ein Energiefluss. Das ist, denke ich, viel schlimmer, eine Energie zu unterdrücken, dass die nicht mehr fließen kann. Dann staut sich ja was an. Ne? Ja. Ja, aber man muss, das Beste ist halt, wenn man die wieder selber steuern und regeln kann und kanalisieren kann. Mhm. Ja. Und wenn man halt Wege findet, diese Energie sich gut anfühlend auszuleben. Weil es gibt zum Beispiel ein gutes negatives Beispiel, wäre zum Beispiel ein Vergewaltiger, spürt einen Trieb und Dings und er tut die Energie raus und schädigt damit andere Menschen und das ist nicht gut. Wenn du aber diese Energie, diese Lust, die du in dir trägst, und jeder hat da einfach ein unterschiedliches Lust, das muss man auch einfach anerkennen. Manche Menschen haben mehr Lust, manche haben weniger Lust. Aber ich glaube, das kann man auch steuern. Mittlerweile ist es bei mir so, wenn ich einfach dann, ich kann das mehr steuern, ob ich jetzt Lust habe oder nicht. Okay. Bei mir ist es mittlerweile... Das interessieren bestimmt viele. Wie kannst du es steuern? Ich weiß nicht. Das ist schwer zu erklären. Es ist irgendwie bei mir immer mehr in letzter Zeit diese Trennung zwischen körperlich und Geist, körperlich und Gedanken, Verstand gekommen. Mhm. Also früher... Ich habe vorhin zu Christian gemeint, ich hatte jetzt so in letzter Zeit oder im letzten Jahr eigentlich das erste Mal richtig Sex in meinem Leben. Okay. Weil ich sonst immer nur in Gedanken, in Fantasien Sex hatte. Es war im Endeffekt nicht mehr so wichtig. Also ich hatte sonst auch Momente, wo ich mal voll dann bei der Sache war. So. Aber trotzdem war immer so, eigentlich war es mehr das Kopfkino, mit dem ich da mitgegangen bin. Auch innerhalb des körperlichen Kontaktes oder dann komplett fernab vom Körper? Also ich habe dann schon Sachen, die ich mir vorgestellt habe, auch in die Realität umgesetzt. Aber hattest du früher, während du Körperlichkeit hattest, sag mal sowas wie Streicheln oder du hast einen Menschen gesehen oder irgend sowas, hast du dann im Kopf mehr gehabt oder hast du es dann geistig für dich gemacht oder losgelöst von der Person, wo du für dich alleine warst, geistig den Akt vollzogen quasi? Weil du gesagt hast, ich habe immer an irgendwelche gedacht, an irgendwelche Personen oder sowas. Ah, okay. Immer ein Kopfkino dazu gehabt oder jetzt mache ich das und mache diese Fantasie so und gewisse Sachen, ne, die halt in meinem Kopf so rumgeschwirrt. Und bei der Sexualität, wie ist es dann jetzt oder wie war es dann jetzt? Hattest du dann, war das eine rein körperliche Erfahrung dann oder weil du gesagt hast, genau. Du okay. Also, nee, diese Trennung, ich habe jetzt die Trennung einfach viel mehr wahrgenommen. Sonst habe ich gemerkt, ich habe dir nur vorhin ja auch erzählt, ich habe jetzt mich neulich irgendwann geschnitten. Ja. Und sonst war es immer so, wenn ich mich geschnitten habe. Soundeffekte. Beziehungsweise sonst, wenn mir jemand erzählt hat davon, dass er sich geschnitten hat, dann war das für mich ein total ekliges Gefühl und ich habe diesen Schmerz gespürt, weil ich nicht diese Ebene trennen konnte zwischen Realität und meiner Vorstellung. Und meinen Gedanken. Ja. Das heißt, ich habe schon wegen was gelitten, was mir gar nicht passiert ist. So. Ja, das kennt jeder. Genau. Und neulich habe ich mir einen Fuß gestoßen und sowas und dann habe ich mich lachen müssen, weil ich habe zwar den Schmerz gespürt, aber dann habe ich gemerkt, so früher konnte ich dann irgendwie nicht hinschauen oder so, was ist da wohl? Weil ich mich dann in diesen Schmerz reingesteigert hatte. Oder bei Kindern genauso. Der eigentliche Schmerz ist oft gar nicht so schlimm, sondern dieses Reinsteigern und diese Vorstellung, was ist da? Ja. Und deswegen leidet man eigentlich. Das meiste Leiden ist wegen Dingen, wo gar nicht existieren. So Sachen, die man sich vorstellt aus der Zukunft, die noch nicht eingetreten sind. Genau das. Oder aus der Vergangenheit leidet man Sachen, die schon tausendmal passiert sind. So wenn ich mir einen Fuß stoße, dann reicht's, dass es mir scheiße geht, dass es weh tut. Ja, aber deswegen muss ich nicht vorher noch... Wie ist noch, das dann bei der Sexualität in dem Moment? Wie adaptierst du das jetzt? Und jetzt zum Beispiel, früher hatte ich Fantasien, hab die auch ausgelebt teilweise. Ja. So. Und... Das war so für mich alles so. Und während ich das dann gemacht habe, dann bin ich schon viel eher gekommen. Ja. Nur weil ich da so drinnen war in diesem, jetzt lebe ich das da irgendwie aus und so in dieser
in dieser Gedankenwelt, in dieser Vorstellungskraft so drin war, dass ich allein deswegen schon so erregt war. Und jetzt lässt du den Körper Stück für Stück viel langsamer wahrscheinlich dann. Das dauert viel länger dann jetzt wahrscheinlich, wenn du nicht diesen geistigen Katalysator hast. Das ist jetzt was ganz anderes und jetzt ist es irgendwie, jetzt ist der Orgasmus mir auch nicht mehr so wichtig. Jetzt ist mir wichtig, diese Verbindung, diese Spannung dazwischen so. Und jetzt war es dann so. Jetzt habe ich dann irgendwann so auch mal dann Fantasien wieder erzählt, so, die ich sonst hatte, weil die da einfach noch im Kopf waren. Aber trotzdem ist ja diese Identifikation damit nicht mehr da bei mir jetzt. Mhm. Es ist jetzt auch nicht was, wo man, das muss man erfahren, jetzt sage ich das irgendwie so pauschal, das war ein Prozess, bis ich da irgendwie, das hat sich einfach so ergeben, dass ich jetzt diese Ebenen wahrnehmen kann. Mhm. Und dann hatte ich jetzt gewisse Fantasien nochmal ausprobiert und dann danach so, währenddessen schon so, habe ich so gemerkt, fühlt sich irgendwie, keine Erregung mehr dabei großartig. Früher war das für mich so, weil ich das sonst nicht oft ausleben konnte, dann war das für mich so, hey. Ne? Aber würdest du dann sagen, ist dann Sexualität für dich jetzt ein körperlicher Prozess? Ja, rein schon so eine körperliche Verbindung, ja. Das ist klar. Körperlich, aber energetisch, ohne, dass du darüber reflektierst oder darüber dir was denkst. Ich kann mir Gedanken machen, aber die Gedanken, die ändern nicht meine körperliche Empfinden. Diese Trennung ist da. Ich kann auch während dem Sex irgendwie denken, aber... Also wenn du jetzt etwas Stimulierendes denken würdest, würdest du nicht dich dadurch stimulieren, wie im Gegensatz zu früher? Oder kannst du das aus- und anschalten? Könntest du dich jetzt geistig stimulieren, wenn du dich darauf einlassen würdest? Oder ist es jetzt so getrennt, dass du es gar nicht mehr... Interessante Frage, ja, aber die habe ich gerade noch gar nicht ausprobiert. Komm, was soll ich noch raus? Also das eine ist, das wäre natürlich sehr schön, wenn das automatisiert ist, wenn das weg ist, dann kann man das ja auch nicht mehr benutzen. Weil, wenn ich dann Lust haben möchte, dann lasse ich mich auf den ein, und dann spüre ich halt mehr den Körper. Ne? Okay. Und dann spüre ich, was da passiert, und dadurch werde ich erregt. Oder einfach durch die körperliche, ich entscheide mich für die körperliche Nähe und dann werde ich durch gewisse körperliche Dinge, die passieren, einfach erregt. Ich glaube, du hast gerade eine Ameise getötet, die hat nämlich gestrichen. Oder nee, es war ein Stück Stock. Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn es da ist, jetzt keine tote Ameise gewesen ist. was ich jetzt interessant finde, ist Folgendes. Du hattest gesagt, also erstmal Fakt 1, du bist jetzt mehr im Moment. Das ist Fakt, weil du hast, den Gedanken ist nicht mehr da, du bist auf der körperlichen Ebene, das heißt, du erfährst viel mehr den Moment. Das ist was. Also ich merke, was Realität ist und was nicht. Ja, was ja ein sehr schöner Moment ist. Möchtest du dich mit ins Video setzen? Was ist denn nicht mehr Realität? Über Sexualität. Du bist dann im Video, das weißt du. Ja. Über YouTube. Aber du kannst gerne, wenn du möchtest, mit partizipieren. Ich höre erstmal zu. Okay. Dann rutsch mal ein bisschen nach, dass du nur halb im Bild bist. So, ja. So, ja, also wir haben über Sexualität und er sprach jetzt davon, dass er früher sowohl außerhalb der realen Sexualität als auch in der Sexualität durchaus auch gedanklich Sachen hatte oder Fantasien hatte, die das sagen, beschleunigt haben, die jetzt vielleicht gar nicht damit zu tun gehabt haben, was gerade Realität ist, sondern gerade wenn du masturbierst, dann hast du ja einfach nur eine Fantasie. Ja. Genau. Und jetzt hat sich das bei ihm geändert, sodass er tatsächlich Körper und Geist trennt oder dass es getrennt ist und dass er die Berührung spürt und dass, wenn die Sexualität ist, dass der Akt an sich da ist und also oder die Sexualität, dass die Spannung da ist, dass wahrscheinlich, wovon ich ausgehe, der Orgasmus gar nicht so schnell sein könnte, weil dadurch, dass du das nicht katalysieren kannst durch deinen Verstand, ist es halt dann eher so ein langsamer Prozess, wo auch manchmal gar kein Orgasmus dann dasteht. Okay. Mhm. War das jetzt bezogen auf Alleine sein? Jetzt innerhalb der Sexualität. Innerhalb der Sexualität. Okay. Genau. Und ja, ich habe mir gerade Gedanken gemacht, weil er sagte, bei ihm ist das jetzt getrennt, Sexualität und das hat sich halt so entwickelt Geist, vom Geist und nichts. Ob man das, also ich habe ihm jetzt die Frage gestellt, inwieweit ist das, kann man das selber steuern, dass der Körper und Geist getrennt ist? Oder inwieweit ist es jetzt immer so, dass er alle körperlichen Erfahrungen körperlich macht und gar nicht mehr da, also dass er quasi verdammt ist in dem Sein, quasi, dass er gar nicht mehr, weil da ist nämlich die Sache, wir haben ja oft die Möglichkeit mit unserem Verstand die Realität zu kreieren. Man kann zum Beispiel eine Masturbationsvision haben und dann besser masturbieren können. Man kann aber auch Probleme, die man hat, mit seinem Verstand angehen. Und man kann Dinge in einem anderen Licht, man kann Perspektivwechsel machen, man kann Probleme damit bewältigen, man kann sehr viel machen. Wenn es bei dir jetzt komplett getrennt ist, dass du verstandesmäßig zwar denken kannst, aber das nicht mehr auf deinem Körper sich auswirkt,
dann hättest du dieses Instrumentarium ja nicht mehr. Weil das ist ja eine Auswirkung. Du manipulierst dich ja in dem Moment, wenn du geistig anders machst, aber das muss sich ja dann auch körperlich auswirken. Weil du hast ein freudiges Erlebnis. Sag ich, du bist traurig in einer Situation, wenn du das in einem anderen Licht darstellen willst, überlegst du, wie ist das andere Licht, okay, und dann sagst du, ah ja, schön, und dann überträgt sich das eigentlich auf den Körper dann in dem Moment. Aber dann wäre das, wenn dein Geist und Körper getrennt wäre und der Verstand von den körperlichen Erfahrungen, weil in der körperlichen Erfahrung ist ja, ich sitze jetzt hier, ich stehe jetzt hier und der Geist ist Geist, dann wäre das ja nicht mehr connected. Und deswegen auch die Frage. Ja, aber es ist ja nur, es ist mehr Verstand, es ist nicht Geist. Verstand ist ja, wenn mein Gehirn weg ist, dann kann ich nicht mehr denken. Ja. Aber Bewusstsein ist trotzdem. Ja, natürlich. Genau. Genau, aber du hast es ja trotzdem. Also ich habe es so verstanden, dass dein Verstand getrennt ist von dem Körper und nicht dein Geist. Ja, die Gedanken. Genau, aber die Gedanken können auch fruchtbar eingesetzt werden. Wie machst du das dann? Das wäre dann die Frage. Kannst du das dann noch? Kannst du deine Gedanken überhaupt noch fruchtbar einsetzen? Doch, das ging schon noch. Ich habe sogar mal, das geht noch. Und ich kann mich erregen mit Gedanken. Ja, geht noch. Okay, das geht. Ja, dann ist das. Ja. Ja. Wie ist deine Meinung zum Orgasmus? Ist das ein Energierausfluss? Ich bin der Meinung, Körper und Geist kann man nicht. Bewusstsein und Geist ist nicht wirklich trennbar. Aber Verstand und Bewusstsein. Verstand und Bewusstsein. Ja, das ist trennbar. Genau. Okay. Aber was war deine Frage? Ob du am Orgasmus? Nein. Ob der Orgasmus ein Verlust vielleicht von Energie ist? Oder? Das ist merkwürdigerweise habe ich es mal so das Gefühl. Also manchmal habe ich das Gefühl, es wäre so, und manchmal merke ich aber auch, es ist auch mal wieder wirklich gut so. Also vielleicht eine Story ist ganz geil. Ich hab ganz geil. Ja, erzähl uns geile Storys. Eine geile Story. Ich habe mein halbes Jahr tatsächlich asketisch auf dem Sexuellen gelegt. Auch in dem Sinne, dass ich mich selber komplett von No mir Fab selber, Challenge. No Fab Challenge. Also die No Fab Challenge. Lustigerweise tatsächlich von einem Film ein bisschen induziert, der hieß Thanks for Sharing. Da geht es auch um Sexsüchtige in diesem Film. Also auch ein interessanter Film. Genau. Was ist dann passiert? Ich habe auch versucht, mir sozusagen auch im Frühling jetzt tatsächlich auch mit den visuellen Eindrücken mir jetzt auch gar nicht erst irgendwie was heiß zu machen. Okay. Weil das wäre sicherlich dann bescheuert gewesen. Also man guckt sich ja auch keine Pornohefte an, wenn man das sowas macht, wenn man nicht masturbieren möchte, so denke ich zumindest. Genau, halbes Jahr, das Interessante war, also ich kann es nicht genau, aber so ungefähr um ein halbes Jahr herum, ohne selbst No-Fapping, ohne selbst Masturbation, habe ich mein allererstes Mal in meinem Leben einen feuchten Traum gehabt. Okay. Bin sozusagen im Schlaf ejakuliert. Noch dazu, das Interessante ist, es war jetzt nicht der Trauminhalt, ich kriege meine Trauminhalte eigentlich in der Regel ganz gut mit, während sie passieren. Der Traum fand ich noch nicht mal erotisch stimulierend. Also es war eine Sexszene im Traum, aber es war in diesem Traum eine, ja, was soll ich sagen, vielleicht war es eine Nutte, es war irgendwie eine ältere asiatische Frau, die ich super nicht attraktiv fand, die halt gerade irgendwie dazu ansetzte oder glaube ich auch aktiv war, mir einen zu blasen. Und ich habe im Traum noch gedacht, so, oh, das ist überhaupt nicht meins. In der Zeit, wo du No-Fap-Challenge gemacht hast? In der Zeit, genau. Ja, okay, in, ja, gut. Ja, aber ich fand es von meinem Verstand her, fand ich es nicht attraktiv anziehend. Ja? Und trotzdem, genau in diesem Moment bin ich während des Schlafens gekommen, das allererste Mal in meinem Leben. Ich hatte das nicht als Teenager. Das fand ich dann schon irgendwie merkwürdig. Ja auch von, ne? So von unterdrücken, ich glaube, das ist halt auch nichts. Also das war für mich eine Zeit lang gemacht. Das war für mich irgendwie so ein Zeichen, okay, also ja, selbst es ist ja gar nicht vom Verstand her gekommen, sondern es war irgendwie, als müsste das jetzt halt doch mal. Ich denke halt schon, wenn die Energie da ist und fließen will und dann stoppst du, es ist wie ein Staudamm und dann staut sich ein Riesendruck an und irgendwann platzt halt viel leichter. Wobei das Gefühl hatte ich jetzt grundsätzlich tagsüber oder so nicht, dass ich da bei mir jetzt irgendwie mega was angestaut hätte. Also ja, vielleicht hast du ja durch deine Selbstkontrolle, durch deinen Willen, das aber dann im Schlaf hast du den Willen ja nicht mehr und da hat er dann, kann er dann mehr. Der Witz ist ja, ich hatte ja in dem Sinne schon den Willen, als dass ich reflektiert hatte, nee, das ist nicht gut und ich will auch nicht. Und, aber diese aber Situation war halt Wille? So. Woher kam dieser Wille? Was war die Inspiration? Das war über die Situation, keine hübsche, attraktive Frau, die jetzt auch noch irgendwie sexuell was macht, was ich überhaupt
jetzt nicht in dem Moment. Nee, da bildet, dass du NoFap machst. Da kam von dem das Film. Das war einfach ein Experiment. Nein, der Film hat mich da sozusagen. Ja. Das war tatsächlich, ich wollte es mal experimentell ausprobieren. Genau, und das ist halt, halt die Sache. Also, du hast das ausprobiert und da ist ja nicht eine tiefe Überzeugung dahinter, sondern das war ein Experiment. Und ja, schon. Also, du warst in dem Moment schon davon überzeugt, dass es nicht gut ist. Ne? Nee, dass es was Positives haben könnte. Ja, genau. So, dass es gerade mal dieses sich nicht ständig von irgendwelchen leicht begleiteten Frauen im Sommer, oder was heißt leicht begleitet, aber einfach sommerlich begleiteten Frauen jetzt irgendwie dann die Fantasie anzuregen. Und fühlst du dich eigentlich abhängig? Also wie fühlst du dich, wenn jetzt eine Frau, sagen mal, die es offensichtlich drauf anlegt, dich geil zu machen, die sehr knappe Sachen anzieht und so weiter, und es macht dich geil, fühlst du dich da irgendwie, dass du nicht hart deiner Dings bist? Stört dich das? Oder wie ist das dann? Was hast du da für Gefühle? Das stört mich nicht, nö. Kommt vielleicht ein bisschen dann auf die Person drauf an, also selbst wenn ich sie jetzt, also ob das, weiß nicht, vielleicht würde ich tatsächlich sagen, es gibt so eine anregende Art, das zu machen, und es gibt so eine bitchige Art sozusagen. Was passiert, wenn das so eine bitchige Art ist und es macht dich geil? Wie fühlst du dich dann? Fühlst du dich dann schlecht? Der Witz ist, fühlst du dich billig? Wenn es zu billig ist. Fühlst du dich leicht manipulierbar? Wenn es zu bitchig ist sozusagen, also so, dann ist das meistens auch vom Frauentyp her so ein bisschen, dann macht mich das tatsächlich an sich nicht an. Also ich bin, glaube ich, schon ein relativ sapiosexuell auch. Okay. Also ich kann auf das Körperliche gehen, aber grundsätzlich macht mich das Geistige viel mehr. Weil das ist nämlich so eine Sache, wo ich denke, dass viele an der Sexualität vielleicht ein Problem haben, oder weil sie fühlen sich in einer gewissen Weise Art hilflos, weil sie sind in einer Situation ausgeliefert, die sie vielleicht gar nicht wollen. Sie werden erregt, obwohl sie so ein Stück Selbstkontrolleverlust, da regt sich was, oder dass du was willst, dass sich was regt. Ich meine, wenn das anfängt als Teenager so, dann ist es doch genau so. Also kann mir keiner sagen, dass man von Anfang an eine Kontrolle hat, und man fragt sich halt auch so, wow, krass. Und dann ist man sehr leicht von sowas natürlich. Genau, aber dass man das dann eben dann irgendwann als unangenehm empfindet und sagt, dagegen will ich was tun. Ich möchte Herr meiner selbst sein, und man fühlt sich dadurch beschnitten. Und dann kommt nämlich genau das, dass man es dann versucht aufzustauen in irgendeiner Weise. Dass man das versucht aufzustauen, und dass dann eben genau das passiert, was Tobi gesagt hat. Das ist halt wie so ein Ding, was dann irgendwann raus muss. Und Als hätte es ein Eigenleben. Und vor allem, dass man deshalb, dass das die Initialzündung ist, warum man halt so eine NoFap-Challenge macht oder so, weil man denkt, man hat dann mehr Kontrolle. Ich glaube, das NoFap-Challenge rührt eher daher, dass man sich das sehr leicht täglich und vielleicht sogar mehrmals täglich angewöhnen kann. Und dieses NoFap-Challenge-Ding kommt ja schon von, ich muss auch mal auch komplett easy eine Woche komplett ohne an. Aber das spricht ja genau das, was ich sage. Selbstkontrolle. Man möchte mehr Selbstkontrolle haben. Natürlich. Und das ist die Frage, Selbstkontrolle. Und ist das wirklich, können wir mit unserem Verstand, ist das was... Das ist was Verstand. Ja, dass wir mit unserem Verstand tatsächlich uns erdreisten gegen die Energie, die fließt, aufzubegehren. Ist das sinnvoll? Ist es nicht viel sinnvoller, es fließen zu lassen? Naja, oder anders fließen zu lassen und es lernen, auf körperlicher Ebene zu steuern. Genau, von mir aus, da gehe ich mit, dass man sagt, okay, dass man versucht, in irgendeiner Weise diese Energie trotzdem noch wohl umzuleiten. Okay. So, es ist jetzt leider bei Minute, ich glaube, fast 28, 30 abgebrochen. Wir haben noch lange geredet und die Sonne ist ja schon fast untergegangen. Wir haben einen Konsens gebildet am Ende. Einen Konsens, mit dem wir alle leben können und was als Statement wir in die Welt tragen wollen. Und das ist... Energie sollte fließen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Okay. Ach, schade, dass das so dann... Yeah.